sowohl Ulfric, der sich im Haus mit Bauer Johnny ja leicht leise unterhält, als auch die anderen hinterm Haus können es jetzt erkennen. Wir springen einmal auf die andere Seite. Ragnar Heldenmund, du hast dich gerade unterhalten mit dem Burgherrn und kommst jetzt wieder zurück zu den anderen. Und Rico, du hast deine Leute versammelt, formiert und kannst es jetzt hören, ein lauter orkischer Schrei. Leider ist zu dem Zeitpunkt schon Rodrigo verteilt mit seinen Leuten. Und Okay. das passiert während des Gesprächs mit Ragnar. Okay, dann machen wir das einmal in Retrospektiv. Du hast recht. Was schreit der Ork denn? Zufällig spreche ich Orkisch. Zufällig sprichst Graf. du Orkisch. Auf drei, aber das ist ja egal. Du verstehst vielleicht ein paar Worte, das hat doch was. So schwer kann Orkisch nicht sein. Einfach nur grunzen, ne? Okay, was tut Rodrigo mit seiner kleinen Mannschaft? Rodrigos kleine Mannschaft hat sich, währenddessen Ragnar die ersten Worte spricht, um sozusagen zu gucken, ob er noch ein paar Orks erwischt, die in der alten Hütte sind, mit seinen Leuten hierhin begeben. Hat einen hier abgestellt, an dem Fenster jeweils. Da waren, glaube ich, links und rechts jeweils ein Fenster, meine ich, von wo man so in die Hütte gucken kann. Kann das jetzt nicht genau sehen, da ich keinen Bodenplan auch noch andersweise sehe, aber Frosty, verteile die mal hier an die Fenster, wenn das hier Fenster sind, wenn hier auch Fenster sind. Das hier ist ein Fenster Das ist und. ein Fenster und hier ist ein Fenster. Du kannst tatsächlich in die Hütte reinsehen. Tatsächlich hast du den Namen von den Leuten, die hier drin sind, nicht auf dem Blick. Ja. Aber kleine Holzhütte mit einem kleinen Kamin auch darin, kannst du hier in der Mitte sehen. Ziemlich leer. Ein Stuhl ist umgeworfen, ansonsten der Tisch ist noch so ein bisschen gedeckt. Die ist leer. Hier ist ein weiteres. Rodrigo schleicht und gibt den Leuten, hat den Leuten vorher den Befehl gegeben, sich an den Fenstern zu positionieren, aber immer in Sicherheit. Das heißt, der Seemann Tronde hier wird sich an diesem Fenster dann positionieren. Die Bagage schleicht dann wieder weiter und dann wird sich Torvala Björn hier positionieren. Auch das Und ist dann leer. schleicht. Und dann schleicht die Bagage wieder weiter. Rodrigo immer einige Schritte vor. Bevor man so um eine Ecke kommt, wird Rodrigo sozusagen sich der Ecke nähern und einmal einen Blick herumwerfen. Und dann einen Blick um die Ecke herumwerfen. Und dann von hier aus Sinnenschärfeprobe ins bitte. Ich erschwere vorsichtig sie dir einhüpfen. um 5 aufgrund der Dunkelheit und der Entfernung. Sicht. Das ist gerade so noch gelungen mit der Fünfer-Erschwernis, aber nur minimalst. Dann kannst du hier einen weiteren Ork erkennen, der sich ebenso wie du um die Ecke herumlehnt und in das Innere schaut. Ich habe leider nicht gesehen, wo du gezeigt hast. Ja, ich zeig's nochmal an, hinten beim Stall. Aber im Stall. Ja, der wird erstmal da gelassen, wo er ist. Der ist ja weit weg in dem Sinne. Erst einmal. Und bringe das Zeichen wieder zum Weitermarschieren. Ist hier Platz, um unter der Palisade her hinter dem Haus herzulaufen, an dieser Stelle im Norden von mir? Nein, ist es nicht. Aber beziehungsweise doch, eine Person kommt vorbei. Das geht. Hm? Was ist hier? Ist hier ein Fenster irgendwie auf der Seite, was man sieht? Ich habe gerade mal auf den Plan geguckt. Es sieht nicht so aus. Nein, es ist eine ziemlich neue Hütte. Es ist die neueste wohl. Nicht so wirklich schön gepflegt. Du kannst auch noch sehen, wie das Harz aus den Hölzern herausläuft. Ist also tatsächlich sehr, sehr neu und kein Fenster. Gut, dann wird Rodrigo sich hierhin begeben. Der Torwaller hierhin. Der Torwaller hierhin. Der Torwaller hierhin. Der wird noch mit hier an der Ecke bleiben und immer so ein bisschen rumlinzen. Das heißt, wenn da jemand schnell kommt, kann er schnell Alarm schlagen, wenn da jemand von hier kommt. Und Torvail-Bärenbringer wird wirklich versuchen, hier oben drauf auf den Wehrgang zu kommen, wenn es hier irgendwie eine Möglichkeit gibt. Hier gibt es, glaube ich, eine Leiter, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, mit Also der Leiter. würde er sich hier sozusagen hinbegeben zur Leiter, hier hoch, sich dann hier so hinstellen. In Nähe von der Leiter, dass er schnell runter kann, aber dass er einen guten Überblick von oben hat und das Haus noch als Deckung gegen Fernschützen schützen. Nein, das Haus ist genauso wie alle anderen Gut, Gebäude gut. einstöckig. Dann wird. Er kann alles sehen, wird aber von allen auch gesehen. Dann wird er sozusagen immer wieder mal kurz die Leiter hochklettern, über den Wehrgang schauen und so schnell und schnell wieder runterklettern Ja. an dieser Stelle, Okay. um sozusagen immer wieder mal einen Blick drüber zu halten. Und ja, wird sich vielleicht aber hier positionieren und sozusagen hier oben auf den Wehrgang hier oben hinschauen, vor allen Dingen, Ja. um notfalls zu rufen. Okay. Und dann wird Rodrigo sich hierhin mit dem Schild voran und der Streitaxt in der einen Hand und dem Schild in der anderen Hand
ja, durch die Ecke durchzwingen wollen. Eine Sinnschärfeprobe bitte, erneut diesmal auf Gehör. Sie ist erschwert und zwar hast du deinen Helm auf? Ja, du hast deinen Helm auf. Dann wieder um 5. Der Helm gibt keine 5 Punkte Erschwernis, ne? Ja, aber die dicken Stämme des Hauses. Und dadurch hörst du einfach nur das Grummel von Kronk und Sven, die sich wohl gerade leise flüstern, unterhalten, um nicht allzu viel Aufsehen zu erregen. Aber was im Inneren des Hauses passiert, weißt du. Sich auf alle Fälle auf die andere Seite hindurch. Ist okay, wir gehen trotzdem hier durch. Gut. Sind hier Fenster auf dieser Seite? Nein. Ja, wenn er durch ist und geguckt hat, hier sind Fenster oder nicht Fenster, ist egal, wird er eine wieder den Schild wieder zurückschieben, zwar mit der Waffe wedeln sozusagen in diese Richtung. Mhm. Das ist das Zeichen für Torgun, der weiß dann Bescheid, nachzurücken, dass Mondrigo nämlich durch diese enge Passage raus ist und er nachrückt durch die enge Passage hindurch, hier hin, ja. Aber noch unter der Palisadendeckung bleibt, er wird es auch hier stehen bleiben. Ja. Und Mondrigo wird ein wenig weiter schleichen. Bis hierhin erstmal. Auch hier eine offene Galerie, die hatte ich ja, die kannst du auch auf der anderen Map bereits sehen. Du kannst hier an der Ecke noch einen der Greifenpfoter erkennen. Der hat dich auch noch nicht entdeckt. Der schaut ja so ein bisschen in Richtung dieses Hauses aufgrund dieser Ecke, aber dich realisiert er erstmal nicht. Ja, dann würde man sich auch erstmal wieder hier nochmal nur einen Schritt rausmachen. Um sozusagen hier umzugucken zu können, an dieser Hauswand auch entlang. Gleichzeitig, wenn das man natürlich diesen ganzen Bereich hier sieht, aber auch nochmal hier entlang gucken können, überall. Mhm. Um zu gucken, ob man da was sieht und ansonsten sich gleich wieder zurückziehen wollen. Nee, der Ork, der hier steht, den kannst du mittlerweile nicht mehr sehen. Die anderen haben ihn aber im Blick oder hätten ihn im Blick, wenn sie das wollen. Du kannst ihn aber nicht erkennen. Ja, wir machen weiter mit Ulfric. Der Bauer Johnny hatte sich so ein bisschen mit dir unterhalten, aber nichts wirklich Spezifisches. Der, nachdem er diesen Ruf gehört hatte, der kommt jetzt, genau, der Ruf. Den Bauern zum Schweigen angehalten, sein Schwert, das er neben sich gelegt hatte, die Vollplatte immer noch am Leib, mal in die Hand genommen, sich erhoben und ist einige Schritte zum Fenster vorgegangen, neben der Tür. Einen Blick herauszuwerfen, ob man irgendwo etwas hört oder vielleicht noch etwas sieht sogar, wenn sich irgendwo was bewegen sollte. Aber auch Schreie oder Kampfeslärm wäre natürlich ein Hinweis, dem er gerne nachgehen würde. Du kannst sehen, dass die Gänse jetzt so ein bisschen von diesem Haus her wegstoben, herumflattern in die Mitte der Burgmauer, sich auch verteilen tatsächlich. Aber aufgrund deiner Sicht und der Höhe des Hauses kannst du hinter der Palisade keinen erkennen. Du könntest vielleicht vermuten, dass es von da gekommen ist, zusammen mit dem Ruf, den du ja gehört hast. Du hast ihn noch verstanden. Und den Gänsen, die jetzt wegflattern, weißt du als Krieger einfach, dass er von da hinten gekommen sein muss. Aber warum? Keine Ahnung. Ja, ein Blick in den Himmel, ob man vielleicht einen Mond sieht, an dessen Stand man sich ein wenig an der Zeit orientieren kann. Zauberer hatten ja verlauten lassen, sie brauchen einige Zeit, bis ihre Kräfte wieder einsatzbereit sind. Orientierung. Wie viel Zeit vergangen ist. Oder Sternkunde. Na, eher Orientierung. Ja, mir egal. Ist dir auch so. Gelungen. Du schätzt es auf ungefähr 18.30 Uhr, plus minus 10 Minuten. So genau weißt du es nicht. Jetzt nach dem Gespräch, des Herauszögern von unserem Barden, sind ungefähr eine Viertelstunde vergangen. Also die Magier, ja, sind immer noch in ihrem komatösen Zustand und warten auf weitere astrale Kräfte, die durch sie hindurchfließen. Darauf kann ich nicht hoffen. Hört Ulfric eher zu sich selbst als zu dem Bauern, der immer noch neben ihm sitzt, sagen, das Schwert ein bisschen in der Hand drehen. Johnny ist ein guter Bauer. Ich hab ne Forke. Nein, lass das lieber. Wenn du dich mit Orks anlegst, bist du nicht mehr lange ein guter Bauer, glaub mir. Wir warten. Wenn noch was kommt, dann können wir immer noch eine Entscheidung treffen. Gut. Ragnar,
Wir gehen weiter zu dir. Du bist jetzt gerade eben von deinem Palais mit dem Burgherren, dem edlen Herrn Sturzenstein, zurückgekommen. Einmal um die Ecke gebogen, hast dort Valkyr erblickt, der dir auch kurz mitteilen konnte, dass Rodrigo auf eine Spähmission gegangen ist. Kannst Alrico Hullberg noch erkennen. Was möchtest du jetzt tun, wo du verborgen an der Ecke stehst? Ja, ein wenig verschwitzt von dem Gespräch, das man geführt hat. Man hatte jederzeit damit gerechnet, dass man von Pfeilen gespickt wird. Aber scheinbar scheint dieser Mann doch ehrbarer zu sein, als es der Anschein hatte. Er ist auf jeden Fall erstmal erleichtert und atmet erleichtert aus. Vier Armbrüste, die damals auf dich gezielt haben. Vier. Ja, und keiner hat geschossen. Zum Glück. Also man lebt noch und ist frohen Mutes. Und würde jetzt als erstes mal sich hier umschauen, feststellen, dass hier andere Leute sind, viele andere Leute. Und würde sich relativ sicher hier fühlen und würde wahrscheinlich dann zu Krolax, dem man natürlich auch schon vorher seine Rückendeckung angepriesen hat, gesellen und schauen, was diese Leute hier so machen. Man weiß ja, sie bewachen das Haus. Ja, Smitty kümmert sich immer noch um seine Wunde. Der hat ja einen Pfeil ziemlich brutal in die Brust bekommen, bin ich der Meinung, und ist da jetzt gerade so ein bisschen am Verbinden, redet ein bisschen mit Krolax, aber die passen auch, ja? Den mit der Brustwunde hatten wir mit dem Heiltrank gefüttert. Den mit der Beinwunde. Also wir hatten ja zwei Verwundete und ein paar Genau, Rosa und Smitty. Den mit der Brustwunde und ein paar drei Gen sind mit dem Heiltrank versorgt worden. Was mit dem anderen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der hatte nur eine Bein- oder eine Armwunde oder sowas. Ja, er hat null Schadenspunkte, aber die Wunde ist immer noch da. Alles klar. Genau, also die Null ist auch richtig eingetragen. Ich habe das eben mit Johnny noch einmal geklärt und der sagt mir, dass das so richtig ist. Gut. Dann, während du Ragnar mit Smitty und Krolax sich ein bisschen unterhältst und ein bisschen runterkommst, kannst du auch den orkischen Schrei hören. Wir schalten wieder rüber auf die andere Seite. Ephrdaios, du hast es natürlich auch gehört. Der lange Schrei ging durch die Palisade über den ganzen Burgplatz. Wie hoch ist die Palisade? Ungefähr 1 Meter, 2 Meter. Dann möchte ich runterspringen neben den Ork. Okay. Guten Tag. Alles klar, du springst runter. Kontrollierter Sprung. Das ist eine Körperbeherrschungsprobe, Schwert um 2. Oder Athletik oder Akrobatik, da muss ich auch so. Genau. Dann bekommst du 2W6 minus 2 Schadenspunkte, bitte. Nein, Ausdauer. Ausdauer, okay. Ausdauerschaden bei kontrollierten Sprüngen. Wie viel? 2W6? Achso, wenn er einfach nur auf dem Rücken fällt, dann sind 2W6 minus 2. 2W6 minus 2, wobei jeder W6 einzeln gewertet wird, minus 1. Liegt er dann auf dem Boden? Nee, er steht auf den Füßen, ne? Bekommt kein Ausdauerschaden. WTF. Okay, der Ork lässt seine Armbrust fallen und greift wieder zu seiner... lass mich kurz gucken. Kampfwaffe. Er greift zu seinem Grufei. Lass ihn nochmal eine Körperwaffenprobe vielleicht machen, ohne Erschwernis oder so, um zu gucken, ob er auf dem Bein steht oder wirklich hingefallen ist. Ich denke, mit null Ausdauerschaden steht er durchaus auf den Beinen. Gut, ja, das ist okay. Aber sagen. Machen wir so. Er greift zu seinem Arbach, hab ich gerade. Er greift zu seinem Arbach und an sich können wir an dieser Stelle schon wieder einen Kampfrund wechseln. Weil er auf alle Fälle kämpfen wird. Ich weiß nicht, was du tust. Initiative bitte. Okay. Ich hab noch Kampfreflexe, das sind nochmal 4 mehr. Ja. Dann schauen wir uns das Ganze mal auf der Initiative-Leiste kurz an. Ephrdaios. Was hast du gesagt? Du hast eine 13 plus 17. 4, ne? 17. Mhm. Dann bist du bei der 17. Und der Ork ist bei der 14, hat er gesagt, ne? Gut, dein Speer hattest du ja bereits gezogen. Griffbereit? Gut, wir fangen an. Und zwar Initiative von unten nach oben. 14 fängt an, du könntest vorziehen. Ansonsten würde er zuschlagen. Zweimal. Also er sagt 2 Attacken an? Ja. Dann sage ich eine Attacke und eine Parade an. Und möchte meine Attacke vorziehen. Ja. Und dann haue ich einfach drauf.
gut. Es ist natürlich dunkel, die ist erschwert um 1. Genau, wir befinden uns auch in der, achso, wir sind in der 4 mit Distanzklassen. Du wolltest die Distanzklasse, ja, du kannst sie nicht entscheiden, weil du nicht mehr als 4 Initiative hast. Sonst könntest du sie aussuchen. Ansonsten startest du, ja, er würde ganz gerne in N anfangen. Okay, startet man dann in der höchsten von den beiden Beteiligten? Ich weiß es nicht. Dann ja. Bei mir startet in der höchstmöglichen Distanzklasse und für je 4 Punkte Ini kann er eine runtergehen. Kannst du um eine verringern. Genau. Das heißt, also klar, wir fangen auf S an. S. Genau, das heißt, sonst ist der S der Start. Richtig, genau. Alles klar. Ja, dann mache ich eine Attacke. Unmodifiziert. Und er hat ja keine Parade. Richtig. 12. Sein Schwertarm. Den Schildarm. Muss gerade mal schauen. Schwertarm. Der Augtrunken hat gerade leider keine Rüstung, die habe ich nicht eingetragen, aber seine Rüstung ist in den Schwertarm eine 2, dann bekommt er 10 Schaden. Das kann mal. Nein, mache ich selber. Tyrash. Ticket Counter. 10 Schaden in den Schildarm. Schwertarm, Entschuldigung. Und er bekommt. Schau gerade mal nach, ob er eine Wunde kriegt. Seine Wunschwelle ist 8, dann bekommt er eine Wunde. Talent. Selbstbeherrschung. Oh, das kann er ignorieren. Und dann würde er gerne zustechen. Zuhauen mit seinem Abach. Er muss die Distanzklasse überbrücken. Er greift eine Waffe zu kurz an. Das ist eine Attacke minus 6 und dann nochmal minus 1 mit der Dunkelheit. Sind plus 7. Trifft auf aber ich hatte 12. Bei mir auch keine Dunkelheit drin. Ja, das ist bei dir aber egal mit der 3. Gut, er trifft auf alle Fälle nicht. Dann kommt die zweite Attacke. Du könntest jetzt mal parieren. Er würde jetzt treffen. Dann pariere ich. Für Dunkelheit ist ja ein Schwert. Aber das klappt. Okay. Die anderen haben ja, wie gesagt, den Schrei gehört, haben sich aber bisher noch nicht entschieden einzugreifen. Wolltet ihr das jetzt tun? Und Rigo wird nicht eingreifen, da er nicht weiß, was genau abgeht von seiner Position aus. Ja, ist richtig. Ulfric hat er sich, glaube ich, auch entschieden. In der zweiten Kampfrunde, wenn der Kampflärm über den Platz herüberdringt, wird Ulfric sich dann auch nochmal offiziell orientieren. Einfach um auch mal den Kopf aus der Tür rauszustrecken, mal einschätzen zu können, stehen irgendwo noch welche von unseren Torwallern, lauern vielleicht im Haus nebenan noch weitere 2v6 Orks oder was auch immer. Ja. Rodrigo, du kannst erkennen, dass jetzt Thorbjörn an die Ecke stürmt. Du kannst sein kurzes Schnaufen hören. Und er signalisiert dir, dass Moment, freie Aktion, ein Ork kommt. Das kann er bisher noch nicht weiter ausführen, weil er. Er hat hier rüber gedeutet. Er hat hier rüber gedeutet. Er kann das gerade mit den drei Worten noch nicht weiter klassifizieren. Er deutet also sozusagen in diese Richtung. Genau, in Richtung Norden. Nächste freie Aktion. Was du jetzt daraus machst, weißt du nicht. Sag einfach nur freien Aktionen, alte Position einnehmen. Alte Position ein. Sehe ich denn was? Ich habe ja aus meiner Tür heraus einen guten Blick auf den ganzen Platz. Eher nicht. Nein, nee, 70 Meter Dunkelheit und um die Ecke, nee. Okay, wir machen weiter. Du stehst in der Tür, an der Tür, hinter der Tür. Ulfric hat die Tür nach innen aufgezogen und steht jetzt quasi in der Tür. Gut, nächste Kampfrunde. Der Ork würde wieder zweimal umwandeln. Tut ihm zwar weh, aber er schlägt zu, er ist ein Ork. Ich mach wieder Attackparade. Attackparade, dann willst du anfangen? Oder soll er anfangen? Vorziehen. Und möchte eine. Achso, nee, ich mach keine Finte. Ja. Das wäre getroffen. Er kann nicht parieren. Das sind 9 Schaden. Wir ziehen
Schildarm wieder 2 ab, sind 7 Schaden, ist er bei 17. Digit Counter. Lass das, Ork! Und er schlägt 2-mal zu, wieder mit dem Arbach. Moment, die Distanzklasse verkürzen. Muss gerade plus 6, glaube ich. Ja genau, plus 6 für die falsche Kategorie. Aber wenn er jetzt... Plus 1 von der Dunkelheit, keine weitere Erschwernis. Er kann plus 7 Attacke versuchen, erstmal plus 7 verkürzen. Das hat er nicht geschafft. Und dann kommt der zweite Angriff mit dem Arbach. Nicht geschafft. Patzer. Ist ein Patzer. Ist ein Patzer, weil Schwert um 7, genau. Dann würfeln wir auf der Patzer-Tabelle. Entschuldigung, das war der Fernkampf. Das ist der Nahkampf. Waffe verloren. Gar nicht so gut. Gut. Der schwere Schlag geht 2-mal über deinen Kopf hinüber. Dann bleibt die Waffe an deinem Effortbart hängen und fällt hier an die Palisaden. Nächste Kampfrunde. Du bist dran. Ich sage 2 Attacken an und möchte eine Reaktion nutzen. Oder ich möchte verzögern. Gucken, was er auch macht. Er geht... okay, jetzt hat er 2 falsche Kategorien. Paraden er ist müsste, egal. Paraden er ist unbeeinflusst von zu wenig Distanz. Kann also eine Raufenparade machen, um immer den Schaden zu halbieren wenigstens. Ja. Bis er seine Waffe gleich hat. Er würde gerne, du siehst seine Zähne fletschen, die Hauer, er beißt einmal zu, würde aber zum Rückzug antreten. Das heißt, du bekommst einen Passierschlag. Wir können mal gucken, ob er dem noch. Er dreht einfach um. Wie machen wir das? Er vergrößert nicht die Distanz, also er dreht einfach um und haut ab. Das heißt, er kriegt vielleicht erstmal einen normalen Angriff und danach noch einen Passierschlag, weil er nicht zuerst dran ist wahrscheinlich. Ah, richtig. Aber ich habe verzögert. Ja, aber du kannst ja das ist egal. Du siehst, dass er sich umdrehen möchte. Okay, ja, dann eine normale Attacke. Eine Schwertdunkelheit. Faustkampf und in den Hals beißen. Ja, ich habe gerade geguckt, das 2 Distanzklassen geht nicht daneben. Alles klar. Du stichst daneben, er dreht sich um und gibt Hackengas. Er ist einen Schritt von dir weg, dann kannst du ein weiteres Mal jetzt in seinen Rücken stechen. Passierschlag. Passierschlag ist um 4 schwer? Um 8 wahrscheinlich, der könnte Aufmerksamkeit haben. Der hat Aufmerksamkeit. Als Ork. Ja. Also um 8, okay. 8 plus 1 von der Dunkelheit, genau. Nein. Nicht geschafft. Dann siehst du jetzt, wie er Hackengas gibt. 1, 2, 3... Und er ist hinterm Haus verschwunden. Ich muss gerade mal auf der Karte gucken. Das hat Rodrigo gesehen. Hier hat er es gesehen. Du hast nicht genau gesehen, was es war, aber irgendein schwarzer Schatten ist an der Palisade. Kann Rodrigo nicht gesehen. Davon müsste ich ja schon anfangen. Entschuldigung, nicht Rodrigo, Entschuldigung, Ulfric. Ulfric hat das gesehen. Ein schwarzer Schatten, der von rechts nach links rübergehuscht ist. Gut, ja, richtig sicher ist er sich dennoch nicht. Wer weiß, wenn er sich in diese Richtung bewegt nach Kampfeslärm, die Chance ja hoch, dass sich da möglicherweise auch die anderen Orks, von denen wir ja immer noch nicht wissen, wo sie sind, versammelt haben. 1, 2. 2 Aktionen Position von Grufas, der jetzt angelaufen kommt. Ebenso mit einem Arbach und ja, bist du nicht ganz sicher, du kannst diese Schwarzpelze nicht genau auseinanderhalten. Ist das der gleiche? Er ist komplett regeneriert. Hast du sowas wie Aberglaube? Ja. Okay, Aberglaube. Er ist komplett regeneriert, er hat eine neue Waffe in der Hand und sieht kampfesabrupt aus. Oh ja. Das muss mit dem Teufel zugehen. Paktierer, nicht unbedingt von Charybdoroth, aber mit Belhalhar sind sie auf alle Fälle im Bunde. Er kommt auf dich zugerannt und ja, er blutet nicht. Er ist komplett, ja, wie neu. Wieder natürliche Kreatur. Dein Ende naht. Gut, Ulfric hat einen zweiten Schatten gesehen, der sich ebenso bewegt und plötzlich steht ein Ork vor dir. Vor mir? Vor dir. Du weißt nicht, wo er hergekommen ist. Und er greift dich an. Bereit. Er greift dich an. Du bist maximal orientiert. Intuition. Das heißt, du kannst parieren.
Er schlägt auf dich zu. Ulfric würde den ersten trotzdem verdattert nehmen. Okay. Du bekommst einen schweren Hieb auf deinen, in deine Brust, musst einmal keuchen. Du guckst auf deine Brust, es tut nicht weh. Du bist ja auch gerade komplett auf Adrenalin-Modus gerade. Siehst auch nicht, wie Blut aus der Wunde kommt. Aber er hat dich geschlagen, er hat getroffen. Er ist durch deine Rüstung gekommen. Johnny, du kannst ihn stöhnen hören hinter dem Haus. Was tut ihr da? Okay, wir gehen weiter wieder nach oben. Dritte Kampfrunde, Ephadaios. Du siehst, wie er auf dich zurennt. Was möchtest du tun? Habe ich eine höhere Ini? Was sagt er an? Er hat die gleiche Ini. Ich spiele einfach jetzt mit der Ini 14 von dir. Ich würfel nicht für jeden einzelnen aus. Sagt er zwei Attacken an? Eine Aktion, er sagt einen Sturmangriff an. Dann sage ich Attacke Parade an. Attacke Parade, okay. Du musst auf den Sturmangriff warten. Das ist jetzt keine Distanzklasse Minus, sondern das ist einfach nur ein Angriff erschwert um 4 für den Sturmangriff und die Dunkelheit sind 5. Dann heißt es Modifier so? Plus 5. Knabach. Ja, aber wenn er mit dem Sturmangriff ankommt und du erst parieren willst... Naja, aber wir starten ja trotzdem in meiner Distanzklasse. Nee, wenn er einen Sturmangriff ansagt, dann meines Wissens, ihr könnt mich jetzt gerne korrigieren, dann in seiner. Dann ist er bei erfolgreichem Sturmangriff in seiner idealen Distanzklasse, falls du kein Gegenhalten gegen den Sturmangriff einsetzt. Genau. Aber die Parade für dich wird es trotzdem erleichtert sein, weil du eine höhere Distanzklasse hast. Da muss man mit dem Sturmangriff selber lieber nachlesen. Also ich sage ich dazu, kill it with Ork. So, wir das schauen mal nach. Das ist ein erfolgreicher Sturmangriff. Alles klar, dann versuch den zu parieren. Moment, will der Penner gerade ernsthaft die Magier beim Meditieren stören? Töte ihn, Ulfric, töte ihn! Schon dabei, entspann dich, ich muss erstmal wieder dran sein. Nein! Ist nicht pariert. Nicht pariert, dann bekommst du jetzt die halbe Geschwindigkeit des Orks, die müsste bei 8 liegen. Ist leider nicht automatisch berechnet. Ich nehme einfach mal 8 an. Kampf. Sind 4 plus nochmal 4 plus Waffenschaden, also Waffenschaden plus 8. Waffenschaden plus 8, sagst du? Ja. Okay. Selbst das nicht verdienen, wäre es Waffenschaden plus 8. Okay, nicht pariert. Du darfst gerne deinen Rüstungsschutz abziehen. Ansonsten merkst du jetzt, wie der riesige Arbach in deinen Torso gehackt wird. Ja, das sind 2 Wunden in den Torso. Ulfric kann aus der Position hören, noch während du gegen den Ork kämpfst, ein langgezogenes Ei-Katach. Keine Gefangenen. Ein weiterer Hieb, der auf dich einprasselt, der wieder trifft. Du kannst dich parieren, er geht einfach durch. Du hast richtig dein Schild angehoben, du hattest dein Schwert angriffsbereit dorthin gehalten. Er schlägt einfach durch dich durch und trifft wieder. Wieder kein Schaden. Es ist komplett merkwürdig. Was ist hier los? Gut, die Kampfrunden hier oben sind höchstwahrscheinlich aufgehoben. Zwei Wunden bedeutet erstmal, du musst die Wunden noch abhandeln. Das genau, ist nicht fertig. Das ist die Selbstbeherrschungsprobe. Das ist pro Torso-Wunde erstmal eingesetzt Blutungsschaden. 1, 2. Achso, habe ich ja. Ja, dann nehmen wir deinen. Zur Selbstauswirkung. Okay. Sind 5 zusätzliche Schaden und dann die Selbstbeherrschungsprobe, um die Wunden zu ignorieren, wenn du weiterkämpfen willst. Erstmal um die Wunden, um das Stehen zu bleiben. Schmerz ignorieren ist das Richtige. Und das heißt jetzt eine Selbstbeherrschungsprobe körperlich erschwert um jeden Punkt über der ersten Wundschwelle. Okay. Wundschwelle liegt bei 8, 9? 6. 6. 6? Also Glasknochen? Nee, aber nur Konsti 11. Damit geht er jetzt mit 1v6 plus 3 Kampfrunden lang kampfunfähig zu Boden. RIP. RIP, Effert geht weiter. Nein! Er war noch so frisch. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 7. 7, okay. Das ist aber egal, weil der Ork ihn jetzt tötet, wenn er am Boden liegt.